Ein handgefertigtes Messer mit einem Holzgriff aus einer Bootsplanke, die zu einem Handelsschiff gehörte, das 1662 gesunken ist. Oder ein juwelenbesetzter Dolch mit einem Schaft aus Giraffenknochen. Wer kommt auf die Idee, solche Unikate zu fertigen? Ein Schwabe in Schweden. Wir haben den Künstler Thomas Raschke in Stockholm getroffen. Stockholm, die kühle Schöne, so wird die schwedische Hauptstadt gerne genannt. Die prominenteste Adresse hier ist der Strandvägen. Am Kai der Schärendampfer zeigt sich Stockholm von der coolen und entspannten Seite. Hier ist auch der Sitz der Galerie Schild, einer der Galerien Europas für exklusives Kunsthandwerk. Wen der Galerist auserwählt, der hat den Sprung vom Kunsthandwerk zur Kunst geschafft. In Schweden haben wir viele fantastische Kunsthandwerker. Und ich glaube, diese müssen als Paket präsentiert werden, um zu zeigen, das ist Kunst. Aber was gut ist und was nicht, ist eine persönliche Entscheidung. Einer, der hier ausstellen darf, ist der in Schweden lebende deutsche Künstler Thomas Raschke, dessen Messer den Galeristen überzeugt haben. Das ist hier natürlich das teuerste Viertel von Stockholm. So ist der Standort natürlich fantastisch. Was ich aber so wichtig finde in der Zusammenarbeit zwischen Galerist und Künstler ist, der Galerist kann gezielt sagen, oh, die lade ich ein zu einer Messerausstellung, die könnten Interesse haben. Und die Auswahl ist natürlich auch so eine, dass es über Interesse hinaus auch darum geht, ob man sich so ein Messer leisten kann. Ab 4.000 Euro kostet eines seiner Messer. Dafür erhält man ein Einzelstück, handgefertigt aus besonderen Materialien, hergestellt wie vor 400 Jahren. Ein echtes Kunstwerk eben. Historisch ist es ein sehr wichtiges Werkzeug. Es ist eines der Grundwerkzeuge der Menschen. Und Thomas hat seinen sehr eigenen Weg, dieses Werkzeug in Kunst umzuwandeln. Diese Messer sind Kunst, das hat der Galerist erkannt. Bis ins kleinste Detail durchdacht und perfekt ausgearbeitet. Der gelernte Goldschmied macht dabei alles selbst und beginnt erstmal mit einer Skizze. Also das ist ganz spannend, weil ich gerade durch das Skizzenbuch gucke. Also über die letzten Jahre habe ich immer Skizzen gemacht. Und die erste Messerserie überhaupt war für meinen eigenen Bedarf. Ich habe nicht Kochmesser gemacht. Und ich sehe dann über das Skizzenbuch, dass mich die Beschäftigung geschichtlich mit Messern immer weitergebracht hat. Ich war dann in Ausstellungen, in Museen. Eines dieser Museen ist die Königliche Waffenkammer im Keller des Stadtschlosses von Stockholm. Hier findet der Künstler etliche Vorbilder, wenn auch nicht immer Messer. Boah, und im Griff sind lauter kleine Diamanten. Das ist unglaublich. Das ist auch kein Schwert als Waffe, sondern werden als Ehrengaben irgendjemand überreicht. Die sind gemacht, um schön zu sein, um edel zu sein, um ja, jemand ein teures Geschenk zu machen. Und das hat mich daran immer interessiert, dass da so viel Goldschmiedekunst drin ist und so viel Gestaltung. Waffen als Ehrengabe, eine verlorene Kunstfertigkeit. Thomas Raschke allerdings beherrscht sie noch, vom Klingenbau über die Ätzung zur Filigrantechnik. Die Renaissance ist dabei immer wieder sein Vorbild, auch wenn es den Künstler trotz modernerer Technik vor manche Herausforderung stellt. Großer Nachteil heutzutage, jetzt für mich hier am Werkbrett, damals die Werkstätten waren anders strukturiert. Es gab einen Emailleur, es gab einen Ziselleur, es gab jemanden, der den Draht hergestellt hat, das war Meisterlehrling. Und ich muss jetzt natürlich alles selber machen und alle diese einzelnen spezialisierten Handwerksbereiche auch einzeln beherrschen. Deshalb begibt sich der Künstler immer wieder auf Entdeckungsreisen, um sein Wissen zu vertiefen. In der Stockholmer Stadtbibliothek, einem 1928 von Gunnar Asplund im nordischen Klassizismus errichteten Bau, stehen über 4 Millionen wissenschaftliche Bücher aus der ganzen Welt. Ich bin eigentlich immer auf der Suche nach sogenannten Quellen. Es gibt überhaupt nicht so viele Bücher, die Messer aus der Renaissance oder ältere Messer abbilden. Du musst manchmal ganz erleuchtend rauszukriegen, ach so hat man das vor 400 Jahren gemacht. In der Renaissance waren Messer Statussymbole. Je prunkvoller ein Messer war, desto vermögender und einflussreicher sein Besitzer. In die Klinge ätzte man obendrein ironische Botschaften auf Latein, wie wir sehen uns im Himmel oder bedenke, dass du sterben musst. Schließlich waren es ja auch Waffen.
Thomas Raschke beherrscht viele vergessene Kunstfertigkeiten der Goldschmiedearbeit. Es sind eine Menge Techniken selten geworden. Und zwar alle, die sehr zeitaufwendig sind. Das heißt einfach, dass unbezahlbare Preise entstehen. Also wenn ich jetzt hier im Moment mit filigran arbeite oder diese Krone mache, an der sitze ich jetzt 3 Tage. Ich mache also was, was vielleicht schon ausgestorben ist als Technik, was ich noch gern mache und von meinem Vater gelernt habe. Also bei uns waren alle Goldschmiede. Also auf irgendeine Art ist es auch Sachen lebendig halten, die sonst aussterben würden. Und ich habe hier den Luxus, ich mache das. Und wenn das jemand kauft, bin ich wieder in der Lage, das nächste zu machen. Kein Messer soll dem anderen gleichen. Deshalb sucht Thomas Raschke immer wieder nach besonderen Materialien, mit denen er seine Griffe gestaltet. In Gamla Stan, Stockholms Altstadt, unweit der deutschen Kirche St. Gertrud, besucht er einen Geigenbauer, der ihm jahrhundertealtes Holz anbieten kann. Man muss das Holz eigentlich in den Händen haben, man muss mal dran riechen, man muss es fühlen, das ist unterschiedlich warm, kalt, gemasert. Das ist ganz wichtig, dass man es also nicht einfach bestellt im Internet, dann kriegt man irgendwas. Man muss das sehen und muss es fühlen, sonst wird man es, also bevor man es kauft, ist wichtig. Es ist schwer, das beste Material zu bekommen. Du musst wirklich die Leute kennen. Technisch gesprochen brauchst du aber auch ein Gefühl dafür, mit dem Holz zu arbeiten. Zu Hause in der Werkstatt bearbeitet der Künstler gleich das neu erworbene Holzstück. Über 200 Jahre ist dieses alt und somit ideal für den Handgriff des Dolches, den er gerade baut. Aber das ist bei weitem nicht das seltenste Stück. Ich habe einmal mit Elfenbein gearbeitet und da habe ich ein Elfenbein bestellt. Dann habe ich einen ganzen Katalog quasi Papiere bekommen vom Zoll und es ging zurück bis Afrika zu einem Wildpark. Und die bringen natürlich auch von dem Zahn wieder was in Umlauf. Gut 2 Wochen sitzt der Goldschmied an einem Messer. Jedes Stück entspringt seiner Fantasie, ganz nach dem Motto, so könnte es damals ausgesehen haben. Dies ist einzigartig. Er hat zudem mit seinen Messern auch schon Preise gewonnen und sie in New York, Paris oder London ausgestellt. Sie sind Kunstgegenstände für eine erlesene Käuferschicht. Es gibt immer einen Markt. Das Schwierige ist es, den Macher, den Käufer oder Benutzer zu finden. Sebastian Schild plant bereits die nächste Vernissage. Die Einladungen sind wie immer handverlesen. Oh, der Erkungen! Und vielleicht kommt dann der König auch in die Galerie und fährt nicht nur in der Kutsche vorbei.